Deshalb vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt auch der Spielnachlese widmet, nach einem sicher ereignisreichen Spiel heute Abend. Es ist die erste Pressenachlese, die erste Spielnachlese der neuen Saison. Der EAC Erfurt hatte natürlich jetzt das Glück, gleich den stärksten Gegner der Liga zu erwischen. Ich begrüße den Trainer der Tilburg Trabers, Bo Schubert. Und natürlich den Trainer der TK Black Dragons, Fred Carroll, zu einer kurzen Spielnachlese. Wir müssen heute ein klein wenig improvisieren, weil der Simultan-Dolmetscher ist uns ausgegangen. Und Fred Carroll, der nun hervorragend Englisch spricht und wird jetzt ein Stück weit übersetzen, wenn ich Bo Schub bitte darum, so seine Einschätzung zu geben, wie er das Spiel heute gesehen und erlebt hat. Okay, first, good evening, everybody. Yeah, the way I've seen it, we had a very good first period, very strong. Especially defensively, we were quite good. We didn't give away many chances. Yeah, we got one goal lead, where we could have a couple more. In the second, power play, a couple big chances. We get no goals, get nothing out of the chances, and then, get a goal against right away. Made it a game 1-1. We switched it up, started playing the kids, four lines, get a little bit more tempo. We're able to jump off to a 3-1 lead. And then, yeah, as you've seen, that one goal, quite questionable. Our guy said they never crossed the line, made it 3-2. But at the end, we were able to jump off again to a bigger lead and finish it off. So. Er gesagt, wir hatten einen guten ersten Drill gehabt, wir hatten einen guten Start gehabt, schnell 1-0 geschossen, der Torwart hat auch einen guten ersten Drill gehabt, zweiten Drittel. Wir waren besser im Spiel, die haben auch am Ende 3-1 geführt. Die haben gesagt, unser zweiter Tor war nicht drin, die Spieler von Tilburg. Ja, und dann noch geht's. Ja, dann third period, yeah, was yeah, it was tight. Erfurt didn't give up. They're at home. It's the first game. So they stayed with it. Luckily, we were able to jump off to a bigger goal lead at the end and finish it off. I'm glad to get 3 points and get on the road and get ready for Sunday. Er gesagt, es war 3-2 und wir hatten einen guten Start in die letzte Drittel gehabt. Und die sind froh mit den 3 Punkten und die fahren nach Hause und wollen, und wir haben gut gekämpft, hat er gesagt. Und die wollen am Sonntag noch mehr Punkte holen. Wenn ich das jetzt übersetzt hätte, hätte ich gesagt, wir haben gut gespielt und gewonnen. Aber. Fred, heute dann in Doppelfunktion und auch als Dolmetscher, Entschuldigung dafür, aber natürlich, wie hast du heute Abend das Spiel erlebt? Weil man war ja eigentlich immer versucht gewesen zu sagen, die Black Dragons sind nah dran gewesen und haben es dann aber gerade wieder aus der Hand gegeben. Ja, erstmal guten Abend. Ich denke, vom Kampfgeist war da 1A, gar keine Frage. Aber wir haben gesehen gegen einen starken Gegner, die Transition, das heißt Scheibenverlust, war schnell gecountert, schnell in die andere Richtung. Und wir haben die Scheibe teilweise in falsche Position nicht tief genug reingebracht. Wie gesagt, es ist schnell Counter. 3-2 oder 4-3. Und hatten wir, sagen wir mehr, ein bisschen diszipliniert gespielt, was die Scheibe tief rein, anstatt auf die blaue Linie zum Beispiel, was verloren gegangen war. Die Jungs sind sauer, weil auch 4-3, okay, wir haben die 4-2, wir haben die Möglichkeit 4-3 beim Penalty. Es war nicht drin gegangen, aber ich denke tatsächlich, dass aufgrund der Tatsache, wir haben okay, 6 Gegentore, sieht viel aus, aber von diesen 6, der war 4 vermeidbar, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich denke, mit den Leistungen heute können wir zufrieden sein, die 3 Punkte nicht. Wir hätten gerne 1 oder 2 oder vielleicht 3 geholt. War nicht so gewesen, aber ich denke von der Leistung und wenn wir das Spiel anschauen im Video und wir können unsere Fehler analysieren, wieso, warum, was hält, wir werden eine bessere Mannschaft sein in Zukunft. Danke.
Ja, Bo, von mir noch eine Frage. Das ist ja, die vierte Saison nach drei Meisterschaften. Die Mannschaft hat sich kaum verändert. Nur ein Spieler ist weg. Ändert ein Trainer irgendetwas an seinem Training, an seiner Art? Wie motiviert er die Mannschaft noch? Ja, der... I didn't understand. So yeah, yeah. Yeah, we didn't really change the team much. We lost one import. He went to Norway to a top league. He's a good player. We kept one. That was the goal, and give some more space to the young players out of the organization, out of the youth. We had a couple of them here today. We left a couple of young defensemen at home. We just decided to bring six. That was enough for the road game. So that's the plan, to build in the younger guys from within the organization. We have three injuries. We got three very good forwards injured. One of them is the import. So, you know, the motivation, the internal player motivation, I think it's still there. They still want to win every game. They still want to prove that they're good. You know, we do have practices where, you know, we play harder than we do in the game sometimes, I feel like. But there's just competitive, competitive edge with the players all the time. So in practices, we push hard, and then we try it in the games. Sometimes we're pretty inconsistent during the games, but it's the motivation is there. Ja, wir haben es gesehen. Darf ich dich noch mal bitten, eine etwas ausführlichere Übersetzung? Ja, mehr oder weniger gesagt, die haben ein Ausländer. Die wollen die Jugend eine Chance geben. Die sind angereist heute mit sechs aus der Jugend. Die hatten drei Verletzte und die sind immer noch dreimal, sagen wir mal, deutsche Meister, Oberliga, und die wollen Vierte. Die haben immer noch, das Motivation ist immer noch da, um Beste zu sein. Und was Training betrifft, ist auch manchmal, der Training ist sehr, sehr hart und manchmal härter als manche Spiele in der Oberliga. Fred, abschließende Frage von mir. Du bist ja auch stark immer auf Kondition unterwegs. Also das für drei oder die gesamte Spielzeit, die 60 Minuten, bist du zufrieden, was die Kondition anbelangt? Ja, bin sehr zufrieden. Aber wie gesagt, natürlich, wenn die Kondition fehlt nach solcher Strapaze heute Abend gegen einen Top-Gegner. Aber wie gesagt, die Kondition liegt nicht, ist nicht der Grund, warum wir haben heute verloren. Es sind nur ein paar Stellungsfehler hier. Aber natürlich, wir würden Regeneration finden. Wir müssen das machen. Wir können nicht diesen Spieltag an Limit wie heute Abend geben. Das ist nicht machbar. Aber wir kriegen das hin irgendwie und bin zuversichtlich, was in Zukunft geht. Die Mannschaft ist ohne Verletzung heute Abend rausgegangen? Nein, es sind ein paar, aber ja, wir gehen nach Hause und schlafen und morgen früh kommen wir wieder. Gut, so gehört sich das. Gibt es noch eine Frage aus dem Auditorium? Dann danke ich sehr intensiv unseren Gästen aus Tilburg, wünsche eine sehr, sehr gute Heimfahrt, nachdem es noch ein bisschen was zu essen zur Stärkung gibt bei uns im Vereinsheim. Schönen Dank, Bo Schupro, und natürlich vielen Dank unserem Trainer Fred Kerbel.